Willkommen bei Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Im Gegensatz zu den anderen beiden Games ist das da ein reines Battle Game. Gibt Easy, Normal, Hard. Wir stehen auf Normal, Mittel. Ohne Zeitbegrenzung bis zum bitteren Ende. Hier können wir die Sounds abspielen. Und dann starten wir mit dem ersten Teil des Story-Modus. Wir beginnen mit dem Donner Megasort. Und hier beginnt die Sequenz. Das sind die Power Rangers. Das sind der Löwe, Einhorn, Tigerkralle und Feuervogel Donnersort. Und hier kommt der rote Drache Donnersort. Er verwandelt sich jetzt in den Kampfmodus. Und jetzt vereinigen sich die fünf Sorts. Was hier sehr schön dargestellt wird. Zum Donner Megasort. Und jetzt haben wir. Jetzt sehen wir es. Wir kämpfen als erstes gegen den Mega Tigersort. Dieses Spiel basiert auf Street Fighter 2 und ist entwickelt worden aufgrund der Kritik aus dem letzten Game, Mighty Morphin Power Rangers The Movie, da man nur mit den Power Rangers kämpfen konnte und nicht mit den Swords. So ist das die Antwort von Bandai. Hier kämpfen wir nur mit den Swords. Neben dem Story-Modus gibt es auch den Fighting-Mode. Das ist, kann man nur mit dem zweiten Spieler spielen. Also sozusagen der Multiplayer. Und der Trial-Mode, der geht unendlich, solange bis man verkackt. Steuern tun wir mit dem Steuerkreuz des Super Nintendo Gamepads. Von links nach rechts, mit nach oben springen wir. In der Defensive tun wir in Gegenrichtung der Laufrichtung den Schild aktivieren. Mit B und A aktivieren wir den Donnersäbel. Mit X und Y schlagen wir. Und wir können so jetzt, so wie wir sehen, mit verschiedenen Kombis angreifen. Da wie gesagt Street Fighter 2 basiert, gibt es hier drei Runden, von denen müssen wir zwei gewinnen, um zum nächsten Kampf zu kommen. Die Swordkämpfe finden immer in der Kommandozentrale statt. Und jetzt kämpfen wir gegen das erste Monster. Gegen Lipsincher, oder wie er in Deutsch heißt, das Lippenstiftmonster, der in der Folge 79 2 gegen einen der zweiten Staffel vorkam. So, hier kämpfen wir jetzt in der Stadt. Im Hintergrund sehen wir auch die Hochhäuser und ein Einkaufszentrum. Ja, sieht man also verschiedene Kombis, wie ich kämpfe. Soll mich da kompensieren. So. Jawohl. Nochmal ein Spezialattacke. Da bin ich nicht so gut drin in den Tastenkombinationen. Ich weiß auch nicht, wie die gehen. Ich habe versucht, noch die Anleitung zu lesen, aber eine 20-jährige habe ich noch Betriebsanleitung. Ist schlecht zu lesen. Ach, spiel einfach, ne? So, Zeit zum Abschmecken, Lipsinger. Die erste Runde haben wir wieder gewonnen. Der Schwierigkeitsgrad wächst auch von alleine pro Kampf und pro Gegner. Es sind insgesamt 9 Kämpfe. Boah. Komm mal nicht zu nahe, werf ich dich weg. So. Zack, voll in the face. Jetzt Arm drücken. Ich gewinne und jetzt zack. Und jetzt spüre meinen Donnersäbel.
jetzt sehen wir eine Sequenz, wie das Monster vom Donner Megasort vernichtet wird. Bam! Und weg. So. Unser nächster Gegner ist Ninja Megasort. Der erste Megasort aus Staffel 3. Mit dem Falcon Sword von Tommy, bzw. dem Meisen Ranger, kommt der Ninja Mega Falcon Sword. Das da ist Zordon, den ich oft ja erwähnt habe in den letzten beiden Games. Er ist schuld an allem. Er hat die ersten Power Rangers erwähnt. Ich summe mit, damit ich euch mein Gesinge ersparen kann. Da 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 da. Das Spiel macht Laune. War eine gute Idee, das zu spielen. Ah, fühlt man sich wieder in 20 Jahren versetzt. Er ist eigentlich guter Ninja Megasort. Er hat keinerlei Waffen. Er greift mit seiner inneren Ninja-Power an. Versteht sich, Ninja. Entweder wenn er die beiden Fäuste wie hier zusammentut, so vernichtet er die Monster in der Serie. Mit der inneren Ninja-Power des Affen und des Wolfes. So. So, und jetzt sag dein Gebet auf, auch wenn du ein Roboter bist. So, jetzt kommt der Shogun Megasort. Er ist der Megasort Nummer 2 in der dritten Staffel. Ab Staffel 3 brauchten die Power Rangers immer mindestens 2 Megasorts. Man übertreibt manchmal, wo man kann. Obwohl ich Fans von Swords bin. Das ist auch so immer, was mich an jeder Staffel interessiert. Wie sehen die Swords aus? Wie sieht der Megasort aus? Ja. Mein Lieblings-Megasort ist... Ja, als... Der erste Megasort. Also der Vorgänger vom Donner-Megasort. Dem er Mighty Morphin Power Rangers... sehen in den letzten beiden Level. Oh, noch mal eine Kombi, super. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache, aber ich mach's wie vor 20 Jahren. Ich vergewaltige den Controller. Just Mighty Morphin Power Rangers. Aber ich kann manchmal nicht anders. Jawohl, schöne Kombi, Donner Megasort. Weiter so. Und wir gewinnen. Jawohl, noch ein Tritt. Ja. Normalerweise kann der auch mehr. Jetzt kommen wir wieder am Monsterfight. Die silbernen Hörner. Er ist das Monster aus der Folge Die neuen Ranger Teil 2, Folge 88, Staffel 2. So, bearbeiten wir erstmal mit Tritten aus der Luft. Boah, ja, schön. Gut, normalerweise wollte ich eigentlich im Let's Play fair sein und ihn wieder ausstehen lassen, aber es ist in mir drin. So habe ich früher gespielt und jetzt extra fürs Let's Play. Warum auch? Spiel wie ich spiel. Das ist meine Natur. Und jetzt leuchtet mein Schwert durch den Drücken vom A-Knopf. Nutzt ihm das Schild auch nicht.
durch das Schild. Oh! Yeah! Schade, dass er ein Schild aktiviert hat. Wir sehen jetzt so unter der Lebensanzeige, dass meine Anzeige rot ist. Sie kann rot sein und gelb. Aktivieren wir in einem Kampf das dritte Mal. Eine Spezial. Durch eine Kombi. Sind so Blitze unten zu sehen. Dann kann man die Spezialpower auch aber auch nur einmal einsetzen. Sieht aber cool aus, wenn man sie einsetzen kann. Als Kind durch Vergewaltigung des SNES-Controllers. Machbar. Aber hier mit dem Gamepad. Grassmasters. Dual Analog 4. Naja. Mit dem spiel ich. Hier. Boah. Der Himmel ist bei uns ist ganz rot. Es kriegt Kind schon Backplätze, ja. Weihnachten kommt. Natürlich müssen wir auch irgendwann gegen uns selbst kämpfen. Ja. Boah, der ist gut. So. Hey! Scheinbar. Jetzt Gang hoch. Jetzt zeige ich dir, was heißt, mit einem Power Ranger zu kämpfen. Ha! Wir geben niemals auf, auch wenn wir am Rande einer Niederlage stehen. Wir glauben immer daran, das Blatt zu wenden und wir werden das Blatt wenden. Seht ihr? Jetzt hat er schon gelb. So, abdrücken. Oh, jetzt Kontakt. Und jetzt weg damit. Und jetzt gib ihm Saurus und tschüss. Nee. Aber jetzt, nee. Komm, schluck das und bye bye. Haha. Macht Spaß. Und Laune. Hey. Jetzt hat er die Blitze. Jetzt kann er seine Spezialpower. Dadurch werden wir sehr viel verlieren. Und meine Aufgabe ist jetzt, das möglichst zu verhindern. Und das erfolgreich. Bei dem Spiel lache ich gerne so. Weil er denkt, er sei ja besser als das Original. Haha, von wegen. mach einen Abgang. Du billige Kopie. So dann, wir verabschieden uns. Wir sehen uns bald wieder, wenn ich mit Mega Tigersort komme. So. Power Rangers. So, kommen wir zu Golda. Hier kämpfen wir am Flughafen. Nein, wir sind nicht am BER. Ist ja noch nicht fertig. Wir sind irgendwo in Angel Grove. Wie ihr sehen kann, Golda kann fliegen. Und er ist hier wirklich ein guter Gegner. Aber ich werde verhindern, dass er Überhand gewinnt. Ich werde nicht hier im Let's Play verkacken. Boah. Das war gut, Gold. Ich scheue dich schon vor deinem hohen Ross. Haha. Ich kann nichts dafür. Das kommt automatisch. Das. Haha. Hey. Kinnhaken. Oh, so. Oh, das reicht schon? Okay. Wie viel Kraft in einem Wurftechnik ist. Sage ich schon Wurftechnik wie bei Dragon Ball. Bei denen ist ja alles mit Technik. Ja, die haben schon damals Schreibschwächung für die Technik von Saturn gemacht. Ach stimmt, ja, Dragon Ball ist ja wieder aktuell durch Dragon Ball Super auf Posey Max. Oh. Das war jetzt eine Spezialattacke von Golda. Seine Augenleser. Kann auch in der Serie. Er ist Ritas Leibwächter und stärkster Kämpfer.
der zweiten Staffel wechselte er seine Gefolgschaft zu Lord Zedd. Er wurde nie besiegt, bekam aber regelmäßig von Jason und Tommy aufs Maul. So wie jetzt. Er war mal kurz davor, vernichtet zu werden, zog er sich in den Palast zurück. Aber hier im Spiel ist er futsch. Letztendlich am Ende von Staffel 6 durch Sordons Opfer wurde auch Golda vernichtet. Jetzt kommt's zum letzten Kampf gegen Lord Zedd. Der ist hart. Jetzt laber ich auch nicht so viel rum. Jetzt wird's nämlich ernst. Boah. Au. Boah. Ich glaube, das Dauer packe ich in der ersten Runde nicht mehr. Außer ich gebe jetzt Gas. Aber er zieht mir ja auch noch ab, wenn er seinen Stab einsetzt. Jo. Nee. Also das muss in der zweiten Runde deutlich besser werden. Jetzt habe ich mal eine Runde verloren. Ist ja nicht schlimm. Wir haben noch zwei, um es zu wenden. Und wir werden es wenden. So. Jawohl. Jetzt fackle ich auch nicht lang. Jetzt mache ich keinen kurzen Prozess. Ich mache einen kurzen Prozess. So, egal, Hauptsache unentschieden. Das im Hintergrund ist Serpenterra, Lord Zedds riesiger Kampfsorb. Er hat nur ein Problem, er ist zu groß und dadurch hat er hohe Energieverluste. Immer wenn er zum Schlag ausholen will, das wäre auch eine coole Option hier für das Spiel gewesen. Serpenterra, der hätte wohl kein Monster eine Chance. Wenn der richtig funktioniert hätte damals in der Serie. Feierabend. Das war mein Spruch damals in der Serie. Von Lord Zedd, als er Angel Grove vernichten sollte, der Golda, sind die Lichter im selben Terra-Ausgang statt in Angel Grove. Du sollst die Lichter in Angel Grove ausmachen, nicht hier. Das war's. Und hier, es war nicht der letzte Kampf. Es muss ja ein richtiger Endkampf her. Ein Überraschungsgast, Ivan. Sie nennen mich Ivan. Dann mach dich vom Acker oder wir schicken dich persönlich dahin, wo du hergekommen bist. Ah, ein Teenager mit einem losen Mundwerk. Hat sich nichts gegenüber 6000 Jahre geändert. Ach nein, Mr. Ivan. Sie wissen wohl nicht, mit wem sie es zu tun haben. Wir sind die Power Rangers. Wow, wo ist mein Autogrammbuch? So, Sordons Kinder. Ja. Jetzt hat Iroos erstmal die erste Runde verloren. Er ist wirklich der Stärkste hier. Sieht man auch. Baba. Kaum kriegt er einen Schlag ab, versteckt er sich hinter seinem Schild. Oh, Blitze. Jetzt fighten, dass er es nicht einsetzen kann. Dann sieht's, man kann ja nur unschieden werden. Jawohl, erfolgreich. Was heißt ja nicht, dass er es nicht nochmal versucht. Bam. Uah. Kurz erst als Splitscreen darstellen. Damit man alles nur einmal sieht. Aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken.
So, Iron Ooze. Mach einen Schnappgang! Aber jetzt! Donnersäbel, dein Einsatz! Er brennt? Bis er explodiert. Teil 1, erfolgreich spendet. Da sehen wir erstmal die Credits. Morphinomenal. Gaga Power Rangers. Gaga Power Rangers. Gaga Power Rangers. Gaga Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Ba-bum, ba-bum, ba-bum. Gaga Power Rangers. Da-da-da-da. Gaga Power Rangers. Da-da-da. Gaga Power Rangers. My Mighty Morphin Power Rangers. Ba-dum, ba-bum, ba-bum. Präsentiert bei Bandai. Sage ich mal vielen Dank, Bandai, für diese wundervollen Games meiner Kindheit. So, gehen wir mal rüber zum Mega Tiger Sword. Wir brauchen Donner Sword Power sofort. Mammut, Löwe, Donnersort. Triceratops, Einhorn, Donnersort. Säbelzahn, Tiger, Kralle, Donnersort. Feuervogel, Donnersort. Weißer Ranger, Tigersort, fertig machen! Weißer Tiger, Kampfformation. Mega Tigersort, Kampfformation, einnehmen. Haha. Konnte nicht anders. So läuft das. In der Serie. War jetzt ein bisschen die Schnellfassung. So, da beginnen wir unser Kampf gegen den Donner Megasort. Eben noch unser Freund, jetzt unser Feind. So schnell geht das hier. Na dann. Hier sehen wir die Spezialattacke auf der A. Wir setzen den Feuervogel ein. Er ist am Handgelenk des Mega-Tigersorts befestigt. Oh. Das ist die Wurftechnik vom Mega-Tigersort. Mal gucken, dass man die in den neuen Kämpfen bis zum Iron Blues dann noch die eine Spezialattacke gelingt. Ba, 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 ba. Rangers. Zack, 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 zack und nimmt dies und das. Wow, cool. Das war der Donnerschlag. Salina, mir gelingt kein Spezialangriff. Jawoll. Das macht jetzt der Mega Tigersort stärker. Er hat keine Waffe, die er eher ziehen muss. Er hat ja die Waffe bei sich. Und schon ist er mit Salina Megasort der Haufe Schrott. So. Jetzt kommt wieder das Lippenstift-Monster. Nein. Komm ruhig her. Jetzt wird abgeschminkt. Ha! Gut abgewartet. Vorausschauend kämpfen ist auch wichtig. Sie sind nur CPU gesteuert, aber ich als Spieler habe ein Gehirn. Ich kann meine Angriffe überlegen. Deine Lippenstiftmonster sind einprogrammiert. Und jetzt mach einen Abgang. Reicht noch nicht. Und hier kommt mein Feuervogel. Und ich sag Tschüss. Fürs Erste. So, jetzt bearbeiten die mir noch einmal. Jawohl. Zack, und da liegt sie schon wieder. Jawohl, schön den Feuervogel durchgefahren.
Das geht ja wie das heiße Messer durch die Butter. Zack. Also ein richtiger Angriff und sie sagt ihr Gebet auf. Jetzt aber. Und jetzt sehen wir die Vernichtungssequenz des Megadigasort. Jetzt kämpfen wir wieder gegen den Ninja Megasort. Tagchef heißt Ordon. So. Haben wir Ordon auch gegrüßt? La 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 la. Dave Gard. Das macht den Megasort hier besser in dem Spiel. Er ist besser einsetzbar wie der Donner-Megasort. Was das so alles ausmacht, dass man kein Schwert zur Verfügung hat. Boah, das wollte ich nicht. Aber egal, Hauptsache du bist weg. Wir kommen eine Runde weiter. Ba, 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 ba. Ach, warum machen ihr eigentlich immer Schild mit mir, so ein Angriff gelingt? Meine Zuschauer wollen doch auch was sehen. Zack. Ach, schade, dass der Schild macht. Das wäre eine schöne Kombi geworden. So wie diese. So, Ninja Megasort. Ich kann dich verdammt gut leiden. Ist auch einer meiner Lieblings-Megasort, aber... muss trotzdem Abgang machen. So, Shogun Megasort steht auf dem Plan. So, dann nehme ich dich mal auseinander, ne? Das habe ich schon so oft gepfiffen, es geht mit die Pfiffe aus. La la, dann mach ich's ebenso ohne Pfeifen. Ba 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 ba. La la, la da 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 da. Wenn mir nichts mehr einfällt zum Kommentieren, dann so wie ich halt. Es tut mir leid, dass ihr das Doppel sehen müsst, aber es geht leider nicht anders. Ba 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 ba. Shogun Megasort, du enttäuscht mich dieses Mal. Aber egal, wir müssen gewinnen. Ich kenne keine Gnade. Ba 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 ba. So, jawohl, schöne Faustarbeit, ja, toll, ja, schön in the face. Hey. Ba da 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 da. Ja. So, Schrottplatz, hier kommt dein neuestes Produkt, der Shogun Megasort. Bye bye. Tschüss, Leute, wir sehen uns noch einmal. So, erstmal die silbernen Hörner. Wo sind wir eigentlich hier? Schaff's da bei Gold erklärt, wo wir sind? Beim Lippenstiftmonster, aber hier könnte so Gebirge mit Blick auf die Westküste Amerikas sein. Bei Angel Grove liegt so in Kalifornien. Jawohl, schöne Kombi, Megatigersort. Gibt's ihm? Ja. Dann nutzt ihr auch dein Schild nix. Ich mach dich platt.
So, du willst es also wissen, ja? Erstmal hinlegen. So, ich mach dir deine Augen zu, keine Sorge. Jetzt brauchst du eine Augenklappe. Nice. Ja. Autsch, das tat weh. Er kann angreifen, seht ihr das? Hey, jetzt nicht übermütig werden. Mal gucken, dass ich den im Zaum halte. Ja, so. Jawohl, schöne Bearbeitung. Ja. Yeah. Oh, dann immer ja. Will ich schon gar nicht. Bam, 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 bam. Hey. Ah, ich merke, ich bin schwächer. Aber der Schein drückt. Das war seine letzte Nummer. So, los, Megadiesel, springen wir den noch in die Luft. Katsching. Dann hast du noch seine drei Augen jetzt. So, der sieht aber auch nicht schlecht aus, dieser Megatiger-Sort. Aber mal gucken, ob er das Original rankommt. Na dann. So, dann schau genau hin, was dein Anführer macht. Blablabla. Erstmal schön hingelegt. Blablabla. Mal ein Schleudergang. Hey. Das ist immer zufällig, wie er den wirft. Das war jetzt die Wurftechnik auf Y. Und dieses Trillere. Oh. Oh, 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 oh. Ey, ich lasse euch eure Attacken immer ausführen, aber meine gehen immer abgewürgt. Das ist. Oh. Kacke. Kacke, 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 kacke. Oh, oh. Das Tor verliere ich nicht! Oh, 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 oh. Oh, mein Mikro ist verrutscht. Das war knapp. Aber sowas von. Was kommt, weil man so viel quatscht? Über Wurftechniken. Seht ihr das? Er hat seine ausgeführt. Meine hat er abgewürgt. Die Sau. Jetzt lernt er den Mega-Tigersort kennen, aber. Ja! Das sieht doch geil aus! Und jetzt! Tschüss! Tschüss, Sauron. War schön, dich wiederzusehen. Golda. Ritas Trottel. Psst, der Dobrindt unter den Monstern. Ich hoffe, ihr habt nicht alles verstanden. Oh ja. Golda ist gut. Sag ich doch. Leider kam das in der Serie nie so zur Geltung. Der hatte viel Potenzial. Wow. Der ist gut. Ich muss sagen, ich bin ein Golda-Fan. Jawohl. Und seine tollen Versuche, die Hochzeit zwischen Rita und Zed zu erinnern. Herrlich. Hey. Warum ich dich mag? Weg musst du. Autsch. Ja.
Jawohl. Ah, ich merke, ich werde müde. Ich meine ja schon 2 Uhr morgens. Aber ich mache das doch fertig. Damit ihr heute was Schönes zu gucken habt. Mag zwar, dass es ein bisschen langweilig ist, aber es ist halt mein nächstes Game gewesen. Was, der lebt noch? Aber jetzt. Nicht mehr. Hat sich zwar noch ein bisschen gewehrt, aber am Ende muss der verlieren. Nach diesem Game kommt Power Ranger Zeo Battle Racers. Habe ich zwar noch nie gespielt, aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Soll im Stil von Super Mario Kart sein. Aber wir werden morgen sehen. Hier befinden wir uns auf dem Boot. Entschuldigung. Sollte man nicht so hören, mein Gehen. Ja. Jetzt kommt er nochmal, der Zeddy. Nein, mich nicht Zeddy. Scheiße. Ich heiße Lord Z, du Knochengerüst. Ciao, Alter. Wenn Rito Revolta in der dritten Champion zum Alter gesagt, ist der immer schön ausgeflippt. Herrlich! Z! Z! Mein Name ist Lord Z, du schnaufendes Wiesel! Oh. Jetzt dreht er aber auf, Mensch. Er merkt, dass er am Verkacken ist, jetzt dreht er auf. Seht ihr? Meine Spezialattacken werden immer abgewürgt. Ah, es bringt mir trotzdem nichts. Ich hab ein bisschen was aufzuholen in der Runde. Autsch. Aber es ist ein schöner Kampf auf Augenhöhe. Mag ich. War doch der richtige Schwierigkeitsgrad zum Einstellen. Bei Hart geht's aber richtig ab. Was wollte ich euch nicht zumuten? Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, dass ihr die Kämpfe doppelt seht. Aber ich wollte euch auch den Mega Tigersort zeigen. Und seine Angriffe. Ja. Ich hab's jetzt mal durchgezogen, auch wenn es euch nicht gefallen sollte. Es kann nicht jedem alles gefallen. Aber mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hört's auch. Wow. Der geht ja direkt ab. Der geht ja noch mehr ab wie mit Donner Megasort vorhin. Wow. So, nach dem Kampf schalte ich mich dann weg. Könnt ihr noch einmal ohne mein Es gelingt mir so ein Spezialangriff. Was passiert? Der Gegner ist in der Luft. Ich habe aber auch immer ein Glück. So, Ayunus, sag zum ersten Mal dein Gebet auf. Reicht nicht? Es reicht nicht. Oh, jetzt wird es aber eigentlich jetzt eng. Weil es sorgt dafür, dass nicht so eng wird. Wir sehen uns dann morgen beim Power Rangers Zeo Battle Racers. Wenn Blind Game. Blind Game. Ja. Aber wer Mario Kart kann, sollte damit keine Probleme haben. Boah, der hat die Blitze gehabt. Gar nicht gemerkt. Oh, 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 oh. Ob ich das doch noch gedreht krieg? Sorry. Boah. Nee, das pack ich nicht mehr. Er konnte ja immer. Unentschieden nochmal zum Schluss.
Die alles entscheidende Runde. Jetzt kriegt er Salz. Passt auf. So, zack. Und jetzt. Bäh. Oh, utsch. Zack. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Auch wenn sich vieles wiederholt hat. Kann ich schon nichts dafür. Aber was ich wirklich schade finde, ich hätte gerne auch den Ninja Megasort, den Shuku Megasort gespielt. Die hätten wir auch gekönnt noch zur Auswahl holen. So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Bis dann, euer Frederik. Bis zu Power Rangers U Battle Racers.